Hallihallo, ich bin der Rote Ritter von der Kinderunfallhilfe. Heute hier aus dem Kastenwagen vom Ronny. Und eine gute Nachricht, die Wohnmobilaufkleber sind da für den toten Winkel. Also Achtung, aufgepasst, wir kleben ihn hinten auf und der Ronny erklärt euch ein bisschen was dazu. Juhu! So, Aufkleber drauf. Achtung, toter Winkel. Jetzt erhältlich in der Camper-Edition. Die Kinderunfallhilfe hat ein paar produziert. Wenn die Anfrage natürlich jetzt richtig groß ist, und das hoffen wir natürlich auch, werden natürlich noch welche nachproduziert. Ich habe jetzt auch welche. Das heißt, ihr könnt mich gerne anschreiben. E-Mail packe ich euch rein. Und dann werden wir auf jeden Fall Kontakt aufbauen, dass ihr an so ein Klebchen rankommt. Und ja, ich behalte meinen Kastenaufkleber natürlich. Denn Kasten passt zu Kasten. Und ja, für die teilintegrierten Alkoven oder sogar, wenn man sagt, komm, ich habe einen Wohnwagen, kann man auch natürlich dann die Edition hinten dran patschen und sagen, jo, Achtung, toter Winkel. Fahrräder, das heißt jetzt nicht, dass man gegebenenfalls dieser Überholvorgang oder ähnliches, sondern es geht halt wirklich darum, dass der Fahrradfahrer oder dieser Klassiker, Rechtsfahrverbot, wurde mir auch schon nahegelegt. Ronny, jetzt hast du so einen Kleber da drauf. Dürfen wir jetzt Fahrräder nicht mehr rechts fahren? Nein, es geht darum, dass der Kastenwagen bzw. der LKW, der Bus, also alle Fahrzeuge mit einem großen toten Winkel, halt, wenn der Fahrradfahrer rechts daneben steht oder dann halt an der Kreuzung rechts daneben fährt, der Fahrer das wirklich nicht sehen kann. Und beim Abbiegevorgang, deswegen ist der Blinker hier auch, der Richtungsanzeiger an, beim Abbiegevorgang sieht der Fahrer das nicht und zack, kommt zum Unfall. Und ich sag mal, diese großen Städte wie Hamburg und ähnliches, da, oder auch Berlin, da habe ich es auch ganz oft gesehen, da passiert das wirklich sehr, sehr oft, weil mal eben kurz durchgeschossen mit dem Radfahren, mit dem Radl und butsch. Zack, liegt man davor, zack, hängt man direkt an der Seitentür und ja, wer ist natürlich immer schuld? Natürlich der rechts abbiegt, weil nicht gesehen, nicht geguckt. Und da wieder auch an meinen Appell, denkt da dran, ja, das hier wird eine wilde Nummer. Ne, auch wenn ihr dann keinen Helm habt, noch schlimmer, aber dann lieber doch ganz normal einreihen, sich dahinter stellen und die paar Sekunden, die man dann vielleicht länger braucht, entscheiden dann über Unfall oder kein Unfall. Und ich sag mal, der Klassiker ist wirklich so, auch bei Bussen oder ähnliches, es wird sich noch irgendwie vorbeigemogelt. Mit dem Lenker touchiert man auch schon ab und zu mal, das habe ich auch schon gesehen, die Seite des Fahrzeugs, ne, bei Bussen auch ganz oft so, aber man muss sich ja irgendwie durchquälen. Und da ist halt so, Radfahrer, ihr müsst euch natürlich dann auch an die Straßenverkehrsordnung halten. Ganz klare Geschichte. Und deswegen, Achtung, toter Winkel, damit der Radfahrer nochmal sieht, wenn er an mein Fahrzeug dran fährt, oh, stimmt, hat er ja recht, toter Winkel, komm, ich stelle mich dahinter und dann ist alles safe. Denn mit Sicherheit das Thema Sicherheit. Ja, läuft.